Herzlich willkommen Leute, hier ist wieder Dalukat mit einer ganz kleinen Information vorweg. Also wundert euch bitte nicht, warum das Intro nicht direkt startet. Der Kreis hat für unsere Sendung 2 neue Mikrofone besorgt. Wir hatten leider noch nicht die Zeit, diese optimal einzustellen. Das bitten wir zu entschuldigen. Also bitte vorweg, für diese Episode bzw. für Episode 5 und 6 bitten wir euch, den Sound ein gutes Stück leiser zu drehen. Nach der Games Convention hatten wir natürlich genügend Zeit, das Ganze wieder zu verbessern. Und in den kommenden Episoden sieht das Ganze dann auch schon anders aus. Wir wollen euch ja auch die optimale Soundqualität bieten. Also stellt den Sound ein gutes Stück runter bei Episode 5 und 6 und wir wünschen euch viel Spaß. It all comes down to this. Fight! Herzlich willkommen Leute, das ist die nächste Episode Mix-Up Games und heute haben wir ein Spiel, was wir schon mal hatten, aber wieder mal einen anderen Spieler. Wer ist es und was möchte er spielen? Heute, Freunde, zocken wir das wunderbare Spiel Ultimate Marvel vs. Capcom 3 aus dem Hause Capcom. Yay! Yeah, Capcom. Und wir zocken das Ganze heute gegen den Cranky SSF4, ich weiß nicht, ich denke einfach Cranky reicht. Ja. Cranky wird er wohl genannt werden sein, ja. SSF4, ich denke schon. Xbox-Account. Er wartet auch schon, ich lade ihn auch in dem Moment mal ein. Er hatte seine Freundesliste voll. Der spielt bestimmt öfters Marvel vs. Capcom. Ich habe es auch schon gesehen in seinen Achievements. Ja, also, ja. Es könnte noch Probleme geben. Letzte Mal Marvel ging ja zu unseren Gunsten aus. Da haben wir ja direkt gewonnen. Wir schauen mal, was irgendwie mit Cranky so kann. Wir haben schon ein bisschen was von dem Cranky gehört. Ich schalte einmal um. Ja. So. Jetzt sind wir klein. Oh nee, das wollte ich jetzt nicht sehen. Ich wollte lieber kämpfen. Da muss ich den Y-Button. Der dritte Lord ist er. Er hat schon oft gespielt. Ja. Ich kündige mal wieder an, erwartet bitte heute nicht zu viel von meinen Kampfkünsten. Heute wird es allgemein auch sehr schwer. Ich bin auch noch, also heute bin ich ein bisschen aufgeregt. Ja, weil ich schon so viel gehört habe. Hätte ich nichts gehört, wäre ich vielleicht besser dran. Ich bin auch mal gespannt, welches Team er spielt. Ich denke, der Dr. Doom wird dabei sein aufgrund seines Hard Edge Forums Avatar-Bild. Mr. Foot Dive, da ist er natürlich bei, habe ich doch gesehen. Ne? Oh, Foot Dive, eine richtig gute Hitbox. Guckt euch das mal an. Das ist faszinierend. Oh Mann. Okay. Sea Viper. Sehe ich ehrlich gesagt nicht oft. Wow. Ich komme gar nicht ran, ne? Oh, da hat er dich. Ich glaube, Nova ist Feierabend. Ich glaube, er ist gefeuert. OTG. Schön, in your face. Ah, daneben. Da ist er wieder. Oh, Burning Kicks. Overhead Kicks und dann schon mit dem Doom Assist. Okay, das ist Rush. Ja. Also da steckt schon einiges an Spielstunden drin, auch wenn ich ein Marvel-Fan bin und das Spiel auch gerne gegen Kumpels und so spiele. Weil's mir ein bisschen verzögert ist das Ganze hier aber. Ich weiß nicht, ob das bei ihm auch ist. Wahrscheinlich muss ich ihn nach dem Match mal fragen. Ich bin es ja auch wieder mal nur gewohnt, lokal zu spielen. Kann auch daran liegen. Ja, ja, wahrscheinlich. Oh, ich glaube, da kann selbst der gute Wesley Wesker nichts mehr. Ich habe es aber auch echt ein bisschen verzögert gerade. Ich weiß nicht, warum. Lass ihn, Tommy. Und da ist er unterwegs. Jetzt geht's los. Sea Viper ist ein langlebiger. Da habe ich ihn nochmal. Oh, stimmt, Invincible. Wow. Das heißt, muss ja Invincible, da habe ich jetzt gar nicht dran gedacht. Wow. Weil Sea Viper nicht allzu oft gespielt wird. Aber ich glaube, das ist jetzt mein Wesley-Ende. Oh, Mann. Ja, Leute, wenn der Dalu jetzt schon so verhauen wird. So, da hätte ich ja fast einen Charakter bei Marvel da bekommen. Das ist ja auf jeden Fall schon mal viel. Alter Schwede. Ja. Ja, also ich habe mir ja sagen lassen, dass der Turnierspieler ist, unter anderem. Ja, der Cranky soll schon einige Stunden Marvel auf dem Buckel haben. Wir wurden vorher schon gewarnt, aber jeder hat ja hier das Recht, gegen uns zu spielen. Gerne, vor allen Dingen spielen wir gerne. Gegen gute Leute. Dann können wir nämlich, weil wir die Videos ja auch öfters gucken müssen, wegen Schneiden und so, können wir natürlich auch immer schön viel von abgucken. Ja, aber das muss man tun. Auf Abgucken basiert alles, also das meiste. Und es wäre blöd, Herausforderungen abzulehnen. Ja, weil das finde ich. Eben. Das wäre einfach, das bringt auch nichts. Ja, weil dann sucht man sich die Gegner raus und dann hat man am Ende vielleicht nur Siege oder sonstiges und das kann es auch nicht sein. Deswegen, wer uns fordert, versuchen wir einen Termin zu finden und wenn der Cranky Bock hat, uns zu verhauen, dann soll er das tun. Ja. Aber ich werde doch hier Sea Viper schaffen. Ich habe das Spiel doch auch schon
Swift G's, ey. Los. Oh. Oh, schön, schön. Der Dive Kick hat wunderbar gesessen. Oh, Dancing Akumas. Berserker Rush. Wow, wow, wow. Will er sich die Viper direkt holen? Schieb sie doch aus! Schieb sie doch! Oh, Blockstar. Oh nein, nein. Das sah so gut aus, wir hätten jetzt schneiden müssen. Professionell. Foot Dive! Oder kommt Swag Combos. Dr. Doom Swag. Dr. Doom, ey. Oh, ja. Style Faktor über 100%. Oder mich weggesnackt. Ich glaube, ich treffe den Hund nicht mehr. Boah. Das wird gleich ein Fest für ihn. Also, falls ihr noch nie ein Perfect gesehen habt, bleibt unbedingt dran. Das ist gleich soweit. Marvel Perfect? Nein. Ich werde gerade weggeswaggt. Wo ist mein Barrier Burst, um jetzt mal auf andere Spiele zu spielen? Ja, oh, das wäre super. Aber da können wir ja kurz noch erwähnen, weil jetzt die Konzentration bei mir jetzt gerade auch nicht so hart sein muss. Ich konzentriere mich noch. Ja? Ich kassiere einige Futs. Ja, was macht vielleicht Marvel vs. Capcom 3 aus an sich? Oder generell Marvel vs. Capcom ist ja 2 relativ ähnlich noch. Ich würde ja jetzt sagen, generell der X-Faktor. Ich finde, bei Marvel vs. Capcom ist es echt krass, wie lang die Kombos sein können und was du aber auch dafür, ich sag mal, noch wissen musst. Also du musst sie ja dauerhaft auch können, so ungefähr. Ja, okay. Und da finde ich es echt krass, was man sich da bei manchen Charakteren merken muss, um wirklich so eine 200-Hit-Kombo. Ja. So, konnte ich nicht viel drücken, aber da hat der gute Cranky zu Recht gewonnen. Mutantenabschaum, sagt er. Ja. So, dass wie Dr. Doom sich in seinen Thron setzt, das möchte ich jetzt auch nicht zeigen. Ich muss mal eben kurz mein Mikrofonpaket hier zur Seite schieben. So, das war auf jeden Fall ein Anfang, wo du gerade was sagst. Cool, Cranky, ich will jetzt auch mal reingucken. Cool, cool, Mann. Cranky, ja, da hast du mich richtig verdroschen. Ach, der wird schon einige verdroschen haben. Ja, er wird einige verhauen haben. Du hast die Lizenzkarte Y ist hier für Kämpfen. Y ist für Kämpfen? Ich habe jetzt B gedrückt, habe ich es abgebrochen? Nein, 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 alles okay. Ja, der Kreis, der wird jetzt anfangen zu spielen. Ja, nehmen wir mal den Kette. Ja, Cranky, was gibt's da noch zu erwähnen? Also um jetzt nochmal auf Marvel zu sprechen kommen, jetzt können wir das ja auch erwähnen. Ein schnelles Spiel, unglaublich schnell, momentan meiner Meinung nach mit eins der schnellsten. Also es ist viel auf dem Bild, was abgeht mit den ganzen Assist-Charakteren, die man reinruft und den Projektilen, den Teleports und sonstigen Mix-Ups. Ist das wahrscheinlich das Spiel, wo man am meisten Übersicht für braucht, am meisten Stunden, um wirklich zu wissen, was wann passiert, um auf jede Situation vorbereitet zu sein. Eben. Und der sehr agil sein muss man auf jeden Fall. Was ich jetzt... ja, du zeigst uns werde. Oh, und der Cranky hat sein Team auch wunderbar angepasst. Also gerade Sea Viper mit Amaterasu, richtig geile Assist-Kombos und auch die Block-Strings werden dadurch wesentlich sicherer. Wahrscheinlich sind sie sogar komplett safe. Ja. Denk dann, du hast Charging Star. Und ja, Dr. Doom ist Dr. Doom. Der Foot Dive ist einfach phänomenal foot-tastisch. Oh, da wird Swag. Ja. Ja, das ist schon brutal. Also der Cranky, ich werde ihn auch mal fragen, wie oft er, beziehungsweise wie viele Spielstunden er in Marvel schon hat und auch in dem Marvel davor, weil ich konnte in seinem Profil nur sehen, wie viele Punkte er in Ultimate Marvel hat. Ich würde gerne mal, oh, yeah! 144 Hit-Kombo haben wir gemacht. Schön vom Kreis. Es gibt ein Happy Birthday, aber... Es gab ein kurzzeitiges Happy Birthday, aber du hast es nicht beendet. Du hättest ja nochmal wechseln können auf den Hulk. Mit der 144 Hit-Kombo war natürlich nur ein Witz, hat einfach auf zwei Charaktere geschossen. Mein Knöpfe drücken ist auch nur eine Panikreaktion, weil ich irgendwie, da kommst du ja gar nicht mehr raus. Schöne DHT, nee, wenn Dr. Doom im Bild ist, jetzt kommt ein Mix-Up, pass auf, ja, da kamen die Hidden Missiles noch und hat dadurch das Hardtech von auf sie Viper sicher gemacht. Sehr interessant. Ist auch schön, jetzt auch mal was anderes zu sehen, weil es ja nicht die ganz üblichen Charaktere sind. Klar, Dr. Doom ist ein gern gespielter Charakter und ein paar Exoten spielen ja auch Amaterasu ganz gut. Aber Sea Viper ist auf jeden Fall mal ein nicht so oft gesehener Char und dafür hat er echt geile Kombos. Da kommt die Team-Combination, Feuer, Eis, Raketen, Silvesterkracher und alles in einem Bild. Man muss aber auch dazu sagen, also wir sind generell vielleicht von der Spielweise her nicht so die Leute, die sich immer aufregen. Weißt du, also man könnte jetzt natürlich auch ein bisschen salty werden bei sowas. Ja, salty halt ein anderes Wort für aufregen in der Kampfspielbranche. Aber wir sehen sowas gerne mit Gelassenheit. Wie gesagt, wir freuen uns darüber zu sehen, dass auch Kampfspiele so intensiv und gut gespielt werden. Und das sollte man auf jeden Fall, auch wenn in Deutschland die Szene an sich ein bisschen klein ist. Aber es startet automatisch. Ja.
sollte es doch auf jeden Fall, sollte man sich da ein bisschen umschauen. Das ist auf jeden Fall, man findet online immer Leute zum Spielen. Also das selbst bei den kleinsten Beat'em-up-Spielen so. Es gibt auf jeden Fall auch in jedem Beat'em-up-Spiel Leute, die das Spiel für sich mastern und auf jeden Fall auch richtig gut da drin sind. So. Ich habe noch nicht viele Vergleichswerte. Wie gesagt, wir werden uns da noch ein bisschen umsehen, was das angeht, auf diversen Turnieren, die Leute auch mal live sehen. Vielleicht sehen wir den Cranky da. Wir werden auch ein paar Marvel-Sessions noch einblenden, Online-Matches oder Versus-Sessions, Training-Sessions, sonstiges. Wir werden auf jeden Fall dranbleiben und irgendwann werden wir den Cranky sich auch nochmal herausfordern, auch wenn das aufzuholen wahrscheinlich sehr schwer werden ja, wird. Ja, sehr schwer. Also wahrscheinlich, ich gehe davon aus, obwohl er jetzt Cranky SSF4 heißt mit dem Gamertag, dass er wahrscheinlich Marvel länger gespielt hat, aber da möchte ich jetzt auch nichts Falsches sagen. Auf jeden Fall hat er das Spiel richtig gut drauf und wie schon erwähnt in der Episode, wäre es echt blöd, sich jetzt Gegner rauszusuchen. Also wenn wir jetzt solche Leute ablehnen würden, erstmal wird das dumm für die rüberkommen und es wird einfach nur komisch sein, dass wir dann halt auch wirklich jedes Spiel gewinnen, weil da sind einige Kampfspiel-Cracks noch draußen und deswegen ist das auch schön zu sehen, dass die Leute auch teilnehmen. Ich hoffe jetzt nur, dass der Cranky nicht allzu enttäuscht ist oder ob er gerade mit richtig viel Spaß und einem fröhlichen Gesicht vor seiner Konsole sitzt und sich gerade freut, sehr wahrscheinlich auf die Hall of Fame zu kommen. Sehr wahrscheinlich. Also da ist, glaube ich, nichts mehr zu rütteln. Außer der Hulk macht jetzt das... Nein, oh. Das war Invincible oder was? Ja, ein Absorb ist dabei. Aber du, das war's. Ja, du hast Hyper Armor, aber das hat DC Viper auch. Oder waren es Seismos und ein schönes Beatdown. Aber du hast nicht perfekt verloren, siehst doch mal so. Ich habe ihn einmal getroffen. Ja, ist doch nicht schlecht. Hallo. Kein Perfekt, aber er ist drauf, auf der Liste. Cranky Man. Mit der Beatdown-Faust. Ziemlich cranky. 2-0 gewonnen. Faust hoch. Das ging schnell. Ja, wie man sieht, hat er einiges an Erfahrung. Also dann geh mal bitte aus der Lobby raus und startet er nämlich automatisch wieder neu. Wir können ja gleich ruhig. Wie komme ich da raus aus der Lobby? B jetzt gleich drücken. Und ja, 3 Sekunden hast du noch Zeit. Ja, okay. Cranky. Schönes Match, du hast uns 2-0 verprügelt. Damit kommst du nicht nur in die Hall of Fame, sondern wie angekündigt bekommst du die Beatdown-Faust. Damit ist es mittlerweile Nummer 3. 2 Plätze bis zum ersten Giveaway sind noch zur Verfügung. Wer es in den Episoden davon nicht mitbekommen hat, sobald 5 Leute mit Beatdown-Faust auf der Hall of Fame stehen, verlosen wir ein Spiel nach Wahl an diese 5 Leute. Also einer von den 5 Leuten gewinnt und darf sich dann ein Spiel aussuchen auf jeder x-beliebigen Konsole auf dem Computer, solange es sich preislich im Rahmen hält. Also normales Spiel, 69,99. Ein Game Boy Color wird jetzt schwer, was aufzutreiben, aber wenn ihr was haben wollt... Ja, wenn es da Pokémon... Ja, zum Beispiel, geht ja auch, ne? Ansonsten natürlich die neuesten Spiele auch sehr gerne. Wie gesagt, ihr sucht es euch aus, wir schicken es euch per Post, noch frisch eingepackt, also dass auch Online-Code noch verfügbar ist und sonstiges. Wie dem auch sei, 2 Leute brauchen noch. 2 Leute fehlen. 2 Leute, auch ein Spiel zum Release, also ne, es muss noch nicht draußen sein. Richtig, wenn ihr dann sagt, hey, in einer Woche kommt das und das raus, das hätte ich gern, dann kommt es halt eine Woche später an, aber dann kriegt ihr auch das Spiel. Kein Problem. Du der einer von den 5, der du dann gewinnst. Ja, also 2 Plätze sind frei, ihr müsst uns schreiben, welches Spiel, welche Konsole und wir machen dann einen Termin, klar. Ja. Und dann wird gekämpft. Gut, und Cranky, irgendwann, eines Tages. Ja, Cranky, ey, warte ab. Wir sollten jetzt ins Labor verschwinden und trainieren. Wir gehen jetzt noch ein paar Stunden in den Keller, schließen uns ein. Ja, hier ist ja noch ein bisschen zu hell, hier können wir auch gar nicht richtig spielen. Auf. Eben, eigentlich sind wir mehr so die Keller-Gamer, aber jetzt ist noch Tageslicht, deswegen sind unsere Fähigkeiten sind erst im Dunkeln zu aktivieren. Ganz klarer Nachteil. Ja, das ist natürlich nur ein Spaß. Und wir sehen uns in der nächsten Ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Episode wieder. Alles klar. Mach's gut. Bis zum nächsten Mal.